Leute, 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 ich grüße euch und damit herzlich willkommen in der neuen Woche. Es ist Montag, der 24.10. und ihr seht den Talk zu YPC Bank Folge 12 von YPC Bank 22. Voller Körpereinsatz beim Hechtangeln. Haben wir damit Eule wieder im Titel, Turkelton? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, Leute, guckt sie euch an, denn wir werden hier viel spoilern, also Spoilergefahr. Na, Turkelton, wo bist du da gerade? Also ich bin in meinem Loft, das ich mir von meinen YouTube-Geldern erkauft habe. Nein, ich bin heute im Hotel. Warte, wie teuer ist eine Nacht? 260 Euro. Und das Zimmer ist nicht so. Ich habe schon zum Eis gesagt, hier fehlt die Stange hinten, alles Mögliche. Also das ist hier irgendwie, es sind Kölner Messepreise scheinbar. Ich war ein bisschen irritiert. Aber Premiere, ich habe mir Lieferando aufs Hotelzimmer bestellt. Das ist durften ein bisschen die dekadent. Durften die hochkommen? Die Rezeption hat mir das angeboten. So, ja, weil das Restaurant war zu Corona-bedingt irgendwie so. Okay, Corona ist zwar vorbei, aber egal. Das ist auch das Wildeste, ja. Ja, und dann so, ja, aber Sie können ja Lieferando bestellen. Jetzt tun Sie es einfach hier an die Adresse schicken und zur Rezeption. Ich rufe Sie dann auf Ihren Zimmer an, dann können Sie es holen. Das ist geil. Da habe ich noch Besteck gesneakt aus dem Frühstückszimmer. Irgendjemand hat morgen kein Messer. Ja. Hast du nicht gemacht? Dann schön, natürlich habe ich das gemacht. Geil, Mann. Geil, und die Schmutztanzer war heute auch wieder super. Hat irgendwie eine Stunde gebraucht, bis mein Koffer angekommen ist. Dann ging irgendwie dieser Gang nicht, den man an das Flugzeug ranmacht. Da wurde irgendwie mit so einer fahrbaren Treppe geholt. Es war heute richtig beschissen, auch noch schön geregnet in Köln. Ich hoffe, der Tag wird morgen besser. Ey. Oh nein, aber hast du denn wenigstens Aussicht auf den Dom? Ich habe Aussicht auf Hochhäuser. Geil, Alter. Und oh. Sie haben keine roten Fenster, Eise. Sie haben keine roten Fenster. Also recht langweilige Nachbarschaft. Ja, also zum Pferd. Bist du nicht direkt am Arable-Kanal. Zum Glück, Alter. Zum Glück. Ja, aber der Rhein ist hier in der Nähe. Ich habe mich geärgert, dass ich keinen Angel mitgenommen habe. Der Rhein ist irgendwie 600 Meter weit weg. Ja, aber hättest du Zeit gehabt zum Angeln? Nein. Ja, siehst du. Ich sitze morgen bis glaube ich, 18 Uhr in der Fortbildung und dann will ich noch kurz mit einem Kollegen Abendessen gehen und dann. Ich bin ein alter Mann, das heißt, irgendwann ob sonst geht's dann ins Hayabuba machen, ja. Ah, easy. Zum Glück nehmen wir heute auf. Nehmen wir heute auf, hä? Neue Folge, Digga. YPC Bank 2022 und Eule wieder mit Volleinsatz, Alter. Junge, ein bisschen wenig Eule diese Folge, ein bisschen wenig. Aber dafür Qualität. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein. Und er ist nicht der Einzige, der so dumm ist, schnell einen Zackcasher kaputt zu machen, so wie ich. Wollen wir direkt mit der Szene einsteigen, Alter? Ja, wir fangen mit MacGyver an, hey. Ich hab gemeint, er macht einen Salto, hey. Ich hab schon die Super Slow-Mo gesehen. Nicht springen, aber ich springe jetzt, ja. So gut, Alter. Also, aber der Mann ist so genial geil. Ja. Also, es macht so richtig Spaß. Man hat ihn wirklich komplett unterschätzt. Und ich sag's immer noch, auch wenn Thomas darauf besteht, dass die Trainings kein Scam waren. Die Trainings waren Scam. Denn es ist einfach, der Typ ist so geil drauf. Und vor allem, was man sich, weil man immer denkt, so die Welsangler und so sind ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen rauer mit ihren fetten Viechern und auf der Plane drauf. Und mein Gott, wissen die, wie man Fische hält hat. Ey, der Eul ist einer der besten Casherer, die wir den YPC haben. Ist so. Der wirft sich da voll rein, der geht rein, lässt die Scale unter Wasser runterlaufen. Ist ihm erstmal scheißegal, erstmal der Fisch sauber gelandet, den Fisch sauber weggetragen und dann nochmal der Scale hinterher. Ja. Andere hätten nochmal versucht, vielleicht mit dem Kescher und dem Fisch nochmal rein, dass der Fisch auch auf jeden Fall noch die Scale mit dem Metallding auf die Fresse fällt. Nee, eher wirklich, also kann man wirklich sagen, und ich meckere viel rum, ihr wisst das, Leute, ich meckere echt viel, wenn es um Kescher geht, aber Eule, wirklich sensationell und er ist halt so entertaining. Ich würde gerne nur solche Formate sehen. Wir so müssen gut, mit oder? Carsten reden, ich will so ihn gut. Auf Raubfischangeln sehen. Wir machen auch eine Spendenaktion für ihn oder so, aber ich will solche Videos im Eule-Schnitt haben. Vielleicht kann Jan Borek eigentlich, der ist ja, glaube ich, der Zeck-Experte, der Hecht-Experte bei Zeck, das ist jetzt bald abgelöst, ne? Nee, also wirklich, also es war eine wahre Freude. Es war eine wahre Freude. Also es ist super geil. Ich hätte es ja nicht gedacht. Du weißt, wir haben uns oft unterhalten, wo die Trainings waren. Und ich habe immer gedacht, so, boah, Eisi, was machen wir, wenn der gar keinen Fisch fängt? Was machen wir, wenn der Eule keinen Fisch fängt? Ja. Er hat sich im Training ja wirklich angestellt wie der erste Mensch.
Also, dass der gefühlt die Köder überhaupt ins Wasser gekriegt hat, und er alle verwundert. Weil er ja nur am Coffeeshop war, ja. Ich sag dir, das war alles kalter Krieg. Alles kalter Krieg, Mann. Das war alles Wahnsinn. Plan. Alles Plan. Ist so, Mann. Chris, der hat das schon einen Ich Plan gemacht, da bin ich mir ganz schau doch mal sicher. drauf, was hat er jetzt? Und er ist halt zweiter Platz, ne? Nach dem ersten Tag 291, ist ja er genau. zweiter Platz. Hat noch einen 58er Hecht gefangen. Das war der, den er da über der Brücke schnell und richtig gut auch, ne, was er gesagt hat. Jede Brücke unter der Brücke steht. Und, wie geil das war. Hier ist überall Schilf, aber wir müssen hier hin, denn unter der Brücke steht Hecht und bam! Junge, da ist wieder der Einschlag. Da ist er wieder. Richtig gut. Hat er gut gekeschert. Also Wahnsinn. Ne? Aber wie hat er denn bei einem 58er Hecht den Kescher so verbogen? Ich glaube, er ist doch draufgefallen, oder nicht? Ah, ist es deswegen verbogen, oder was? Ich glaube, er ist doch gesprungen und ist dann so ein bisschen. Weil er da drauf ist. Echt? Ah, okay, deswegen. Ja, das macht Sinn. Ich glaube, er hat sich ein Was? bisschen abgestützt damit oder so, Ja. glaube ich. Er wollte runterspringen, hat sich ein bisschen damit abgestützt. Ja. Aber kann der Chat bestimmt, der Kommentarbereich bestimmt genauer sagen. Aber es sah für mich so aus, als ob er das so ein bisschen Stütze genommen hat, weil das waren ja schon 1,5 Meter, 2 Meter, die er da runtergesprungen ist. Das Ja, war jetzt nicht aber. irgendwie. Nee, ich denke immer nicht dran, dass Olli so jung ist. Der sieht ein bisschen älter aus. Ich hab das, Scheiße, hoffentlich bricht er sich nicht die Beine. Nee, der ist doch jünger als wir. Ja. Der sieht nicht so aus, aber der ist jünger als wir. Nein, aber stell dir vor, der knickt um oder so. Das ist schon ein Risikoabfall oder so runterrutscht. Also Auf das feuchte Gras. bei Christopher Jung hatte ich mehr Angst, dass er ausrutscht, Alter. Das stimmt. Na, Trotzdem, also, wie gesagt, also Eule, Wahnsinn. Jetzt ist halt nur die Frage, ist er ein One-Trick-Pony auf Hecht? aber das war schon mal Oder gut, kann er ne? auch Zander und Barsch fangen? Das wird spannend. Das werden wir jetzt sehen. Leider erst in einer Woche, ne? Ging es dir auch so? Gar nicht bös gemeint, aber wo sie dann gesagt haben, und nächste Woche Donnerstag, Gruppe C. Yay. Ja, leider so ein bisschen ging es mir da auch so. Aber hast du Donnerstag am Soll Zap? ich disrespektvoll sein? Soll ich disrespektvoll sein? Aber die Gruppe D ist halt schon, also das ist, wir kommen auch gleich drauf. Ich habe heute, habe ja ausgeschaut wie ein Honigkuchenpferd, so breit habe ich gerade gegrinst, wo eine Sache passiert ist in der Folge. Vielleicht gibt es doch noch Nachschnitt, man hört uns zu. Ja, aber auf die Frage geht natürlich, ich habe Donnerstag, habe ich Zeit. Ach so. Donnerstagabend sind wir, machen wir. Schön. Mal wieder Weil kein Unboxing am es Freitag, Leute. Freut euch. dafür, Leute, Unboxing am Donnerstag, wenn Hecht und Barsch schnell genug ist, nur Drop Perch kommt. So, bei Und Turkington. genau. Na, checkt Hopefully, wenn das. es da ist. So. Genau. Zack. Meine Werbung ganz fies gemacht. Aber jetzt auf den Moment der Folge, das am allergeilsten war. Ey, die bayerische Blasmusik ist tot und wir haben endlich wieder einen YPC-Song gehabt. Mein Gott, Ey, es war stimmt. so ein schöner Tag. Übrigens, da war im Sound jemand anders, der gecuttet hat diesmal. Vor allen Dingen, als Enrico den Fisch hatte, wurde es ja schon so. Alter, das war. Warte, bei wem war das auch? Ich hatte mir extra Notizen gemacht. Warte mal. Es war bei Eule. Als Eule den Fisch hatte, da wurde auf einmal die Musik so runtergeschraubt und ich dachte, er hat ihn verloren. Da wurde mit der Musik so gemein gespielt, ich dachte, er hat ihn verloren. Und dann bei Enrico, als Enrico seinen Fisch hatte, und war das auch schon wieder mit so richtig spannender Musik auf einmal unterlegt, bis er den Fisch hat. Das hatten wir bisher keine andere Folge gehabt. Irgendwer hat den Sound neu abgemischt. Irgendwer hat das Und anders sind die gemacht. alten Lieder da? Das alte Lied kam wieder. Alter, der neue Cutter ist krank und der alte ist eingesprungen. Was ist da los? Ich weiß nicht, wer von Hecht und Barsch unsere Videos hier guckt, aber vielen Dank. Ich hatte zum ersten Mal bei YPC Bank wirkliche YPC-Vibes. Ich war hier gesessen auf meinem Hotelbett und habe mich gefreut, dachte, nein, das haben sie nicht gemacht. Wie geil. Also heute, ey, heute Porno-Folge. Heute wirklich, also letzte Folge und diese Folge. Die besten vom YPC Bank. Also hat auch alles gestimmt, der Schnitt, Musik richtig gut. Danke, dass das Bayerische Blasorchester ähnlich wie beim Oktoberfest nicht mehr spielen darf, sondern vernünftige Musik. Sehr geil. Ich hoffe, Aber das bleibt so. in den Kommentaren habe ich nur fast negative Kommentare gesehen zu der Musik. Keiner hat gesagt, ey, coole Musik. Macht andere Musik rein oder gar keine Musik, Schmutzmusik. Also ich fand's mega, Alter. Ich fand's mega. Echt? Ja, man Ich habe noch gar nicht die Kommentare angeguckt. Ich habe sie noch gar nicht angeguckt. muss mal gucken, Alter. Wenn du zwischen den Hashtag Team Eudes irgendwelche Kommentare siehst, ist häufig, ne, dass entweder Paolo die Bremse zu weit offen hat oder oder dass die Musik kacke ist. Lass uns zu Paolo gehen. Der hat ja heute nur noch Ney-Socken gefehlt
Und Nace-Klamotten. Der war ja der Dustin Schöne-Lookalike, wie er da unter der Brücke saß. Ja, Mann, Alter. Der direkt den Dustin-Spots abgefischt, ey. Dicker. Aber das war so cool. Ich habe mich so bepisst, als die Kanus vorbeigefahren sind, Alter. Das war so witzig. Aber genau in dem Moment, als er gesagt hat, ey, der Spot ist tot, ne? Genau das ist der Und Moment, was? wo die Zander beißen, ne? Das ist einfach perfekt. Es war Unruhe im Wasser, ne? Ist alles aufgewirbelt worden, wahrscheinlich. Es war wahrscheinlich auch nicht so tief da. Und dann, bam, da hat der Zander reingetackelt. Das war cool. Das war sehr, sehr cool. Und dann hat er da ja noch ausgefischt und sowas alles. Aber was ich verrückt fand, er hat die ganze Zeit die Bremse offen gehabt, ne? Außer beim letzten Hecht. Da hat er die Bremse knüppeldicht gehabt und hat ihn rausgedrillt wie Fred, Alter. Einfach gar nicht direkt an der Schnur genommen und rausgezogen am besten, Alter. Ohne Witze. Gefühlt Slingshot Daniel Ja, Vibes. gefühlt Slingshot Daniels Weiss mit so einem 60er Hecht, Alter. Ohne Witze. Ohne Witz. Das fand ich wirklich die ganze Zeit Bremse auf, Alter. So ein 20er Barsch. Bzzz, Alter, und ja, Alter. Aber Vielleicht Paolo? mag er das Geräusch. Vielleicht mag er das Ja, Geräusch. klar, das mag Aber jeder. Paolo hat auch cool, geil Hat aufgeholt. Also der richtig hat ja gut letztes Mal aufgeholt. gar keinen Fisch gehabt, oder? Genau, letztes Mal gar Ja, keinen Fisch hat gehabt. gar keinen Fisch gehabt, ja, genau. Da sieht man wieder, und das ist beim YPC immer so, man darf sich da nicht die ersten, auch heute, darf man sich einfach nicht sicher sein, weil es kann so schnell gehen, dass du irgendeinen Spot fängst und dann einfach Schwärme von Fischen kommen. Das ist Genau. einfach so. Sieht man auch bei hast du noch was zu Paulo? ist doch egal, jetzt erzähl. Enrico. Ey, Enrico Ey. hat ja mal, also der ist so ein krasser Rasierer, der macht bald für Gillette Werbung. Ich sag dir, wie es ist. Ja, war schön, ne? Ja, 87er Hecht hat er bald tut er gefangen. ziemlich wegtreten und macht für die Werbung, ey. Wie der rasiert und wie geil er die Fische damit umgeht. Der, Ja. Enrico ist einfach geil, der sagt, ja, schnell zurück für Foto und dann. Also, wie gesagt, wenn es irgendwie so einen 12-jährigen Angler gibt, der anfängt, ey, der muss sich Enrico als Vorbild nehmen. Enrico ist so ein krasser Profi, kümmert sich so geil, erklärt so viel. Einfach krass. Da Einfach hätte wirklich krass. ich doch mal schon mal alles richtig gemacht. Mit den Menschen, denen sie sich ranholen. Enrico, die Ventura. Auf jeden Fall erstmal hier, gute Besserung. Ich hoffe, dir geht's gut. Ist ja gerade an Corona erkrankt. Ich hoffe, einfach symptomlos. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, da ist alles gut. Er sah ein Und bisschen dann. angeschlagen aus, aber ich glaube, im Verlauf hat er wahrscheinlich einen milden. Aber trotzdem, ich glaube, so wie ich ihn Einschätzung kennengelernt habe, ist er pisst ohne Ende. Ja, klar, Weil kann ich ich jetzt glaube, er nicht wäre YPC super gern Bass bei fischen, ne? YPC Bass dabei. Ja, Ja. garantiert, Da hat er Alter. schon Bock drauf gehabt, glaube ich, weil er eben letztes Jahr auch nicht gewonnen hat. Und ich glaube, Enrico ist einfach jemand, der Sportler ist, der sagt, er will alles geben und dann ist sowas halt richtig beschissen, vor allem, wenn es dir nicht richtig schlecht geht. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei Corona. Es ist halt, es ist einfach eine leichte Grippe und ich glaube, mit einer leichten Grippe hätte er auch gefischt. Ja. Ja, Und mit Corona halt nicht. Also garantiert, Alter, ja. deswegen ist, glaube ich, doppelt schlecht, weil ich glaube, dann spritzt du dich mehr oder weniger gesund. Patrick hat mir geschrieben, müssen wir später, wenn wir auf Patrick kommen. Patrick hat mir ein paar Insights verraten. Also ich habe jetzt noch mehr Respekt vor ihm. Ich habe noch mehr Respekt vom Herrn Marable, ey, was er mir erzählt hat. Geil, ich bin gespannt gleich. Ich bin gleich gespannt, ey. Oh Aber Mann. Enrico, was sagst du? Also jetzt den Ey. Barsch? Einfach mega. Den Barsch kriegt er auch noch. Er hat einen ganzen Tag lang Zeit. Er wird seine Spots abgehen. Wird als Tabellenerster abschließen, Enrico. Und ich bin mir ganz sicher. Bin mir ganz sicher. Ich denke, er wird seinen Barsch fangen. Wird ein 40er Barsch, denke ich mal, den er fängt. Irgendwas zum 40, Mitte 40. Und dann wird er vielleicht nochmal versuchen, entweder mit noch einem Barsch oder mit einem Zander den 67er Hecht aus der Wertung zu machen. Und dann ist Enrico durch. 500 Punkte, Enrico ist durch. Easy. Auf jeden Ich Fall. denke auch gerade Ja. mit den fetten Fischen, die er fängt. Also muss für den Teufel zugehen, dass er jetzt noch irgendwie auf dem vierten Platz rutscht. Ja. Aber auf Optimal, ne? Meersen bleibt, keine Ahnung, da kann schon noch was passieren, aber ich glaube, dass er auf die Top 4 geht, da muss schon noch viel schief laufen. Ja. Oder dass er vielleicht keinen Bass fängt oder so. Das kann schon noch sein, also kein Barsch fängt. Kann natürlich sein und ein anderer fängt einen 52er Barsch. Dann wird es vielleicht schon eng, wenn er ähnliche Fische hat, aber. Sei mal realistisch, dass er mindestens einen 35er Barsch rauszieht, dann ist er eigentlich durch. Wenn er 70 Punkte kriegt, ist es, glaube ich, Ja, so weit, Mann. dass er den ersten oder dritten Platz hat. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Kommen wir mal zu Malte und Ewart, Alter. Was ist da denn los, hä? Was ist da denn los? Hä? Digga. Na, Evert, muss ich sagen, gefällt mir von der Einstellung her, Ja. dass er sich ja selbst die Schuld gibt und sagt, nicht irgendwie der Fisch ist schuld, sondern der Angler ist schuld. Finde ich, Ja. ist eine geile Einstellung. Aber merkt, er knabbert schon. Also,
Ist auch irgendwo klar, der erste Tag, ihr wisst alle, ich finde den ersten Tag am beschissensten als Angler, weil du halt diese dreckige WhatsApp-Gruppe hast. Diese WhatsApp-Gruppe, ich sage euch, wie es ist, ich würde mein scheiß Handy einfach in den nächsten Polder werfen. Ich sage euch, wie es ist. Da musst du schon ein gutes Mindset haben, vor allem wenn du nicht fängst, ey. Ey, das macht mich fertig. Ja, und dann so ein Enrico in der Gruppe hat noch ein 90er und noch einen und noch einen und den Zander. Der nächste auch, ach, leck mich doch am Arsch. Ich Ja, lerne Mann, jetzt was Alter. Vernünftiges, scheiß auf Angeln, ja. Also, da bist doch du gebrochen, mal ganz ehrlich, ja. Ja, Mann, das kann schnell gehen. Aber er lässt sich nicht hängen. Er sagt ja auch, dass in der Zone, wo er gerade fischt, da fischt er eigentlich nicht so häufig in den Niederlanden. Und daran erkennt man auch, hey, du hast auch nicht immer so den Heimvorteil, wenn du in den Niederlanden bist, weil du fischst ja auch nicht überall in den Niederlanden, nur weil du aus den Niederlanden kommst. Na, das ist ja auch das Ding, ey. Du kennst ja nicht alle Gewässer. Na, und weil du aus Deutschland kommst, kennst du ja auch nicht jedes Gewässer. Deutschland ist ein bisschen größer als die Niederlande, aber Ja. ich würde mal behaupten, Ich selbst ich in kenne. Bayern weiß nicht, wie man in Nürnberg Fische fängt. Und in München vielleicht, gut, in München auch nicht, aber lass uns mal überlegen, dass ich ein guter Angler bin, ja. Also wäre ich ein guter Angler, würde ich mich wahrscheinlich in den Münchner Gewässern auch besser auskennen als in den fränkischen Seenlande, ja. Also das ist, glaube ich, schon ein Unterschied und deswegen ist es auch erklärbar. Trotzdem tut er mir leid, weil er ist schon sehr weit hinten dran. Ähnlich wie Malte. Der Malte, der gibt sich zwar viel Mühe, aber auch da, ich schaue gerade nochmal auf Scoreboard. 150 Punkte, ein 90er echt, ein 60er. Ich bin gespannt, wenn dann Tag 2 mit Barschen und Zandern durchballert, aber mal gucken, ey. Klar. Na? Aber wird eng. Also wie gesagt, Vielleicht. ich hoffe immer noch, dass das Ranking so bleibt, wie es ist. Ich könnte mir Malte auch vorstellen, dass da irgend so eine große Brücke geht, Stadtnähe. Und dann, na, da habe ich viel, viel Trainingsvideos noch damals von ihm gesehen und so. Kann gut sein. Ich weiß nicht, welche Zone er kommt. Vielleicht kann das passieren. Auf jeden Fall irgendwie so, dass er da ein bisschen Zander und Barschlange geht, aber ich habe die Zone nicht im Kopf, ey. Würde aber einfach schwer. Wenn wir zum nächsten kommen, so Patrick. Ich hoffe, dass er durch ist. Also der Barsch, auf jeden Fall verbesserbar mit 31. Ich finde sogar Der Zander mit. Patrick hat es einfach am einfachsten jetzt. Der hat alle Ja, drei er kann jetzt fangen, was er will. Masterfischen, genau. Er ist einfach am einfachsten. Er kann jetzt machen, was er will. Er kann einfach jetzt auf seinen Zielfisch gehen und mit diesen Zielfischen einfach seine kleinen Fische verbessern. Und er hat jetzt einfach das Glück. Und er ist einfach wieder das gemacht, was er kann, ne, nachdem er den Hecht hatte. Und er hat einen guten Hecht gefangen. 80 Punkte Hecht ist gut. Und dann ist er wieder mit Miniaturködern aus dem Miniaturmuseum einfach stark an den Kanal gegangen, hat ein bisschen rumgezuppelt und fängt mit seiner Forellenhofrute, die mal eben die Biegung bis zur Wasseroberfläche hat, einfach seine Fische da, Alter. Er ist ein krasser Typ, Mann. Einfach ein Ist das, krasser wenn ich Typ. dir jetzt sage, dass er eigentlich schwer verletzt ist und Digga, trotzdem sogar angelt? what the fuck? Was hat er denn? Er hat sich schwer, er ist schwer Augenränder verletzt im oder was? YPC gewesen. Nein, Meniskusriss hat er gehabt während des YPCs. Hör mal auf, ernsthaft? Ja, das hat er mir geschrieben, ja. Der war komplett gehandicapt. Der ist einfach auf Schmerzmitteln gewesen. Und angelt trotzdem so geil und läuft so viel. Also, der Typ, hat gesagt, es zwickt irgendwie ein bisschen, dass er danach zum Doktor gegangen bin, Meniskusriss. What? Aber hat er sich beim YPC geholt oder vorher? Nee, schon vorher. Da habe ich gedacht, ja, es zwickt ein bisschen und muss jetzt, das ist der, also, für mich ist es noch der Terrier, der beißt, ey, das ist Wahnsinn, ja. Krasser Typ, Alter. Patrick, Ich habe schon Mann. gesagt, wenn Meniskusriss, wenn ich einfach auf dem Boden Und gelegen hätte, hätte einen Notarzt gerufen. dann so eine Kanalstrecke dann, Alter. Ja. Ey, aber Es hat anfangs so alle 2 Monate weh und dann musste ich mich ein paar Tage schonen. Hey. darfst du das eigentlich Weiß ich nicht, habe ich jetzt mal gemacht, das ist ein geiler Kerl. Ja. Also ich sage, dass ich nicht sein darf. Ja, aber du musst dir vorstellen, wie er halt gelaufen ist. Ja, Wie er Mann. gelaufen ist. Der Patrick, der hat, glaube ich, damit kein Problem. Also der hat ja, der schaut unseren Talk und so, aber wenn du dir das vor Augen führst, und ich habe ja heute die ganze Zeit, da habe ich das ja im Hinterkopf gedacht, was macht mir. Alter Patrick. Ist irre. Ist Ey. einfach irre, Alter. Ist also irre, irre krass. Also, Und andere, weißt du? weißt du, und andere, der läuft ja trotzdem so. Ihr wisst ja genau, ja, ging schon irgendwie. Also Lief da. schon irgendwie. Lief schon. Geil. Den habe ich mir überlegt, den habe ich mir überlegt. Nein, aber wie gesagt, ist halt geil. Also da, dicke Props auch nochmal an Patrick. Großen Respekt, Und dann ey. so weiter und so weiterlaufen und weitergehen und weitermachen und laufen wie. Vor allem, das ist ja wirklich. Der könnte auch bei den Gebirgsjägern in den Alpen ausgebildet worden sein, so wie der läuft. Hey, das ist. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist Wahnsinn. Weißt du noch, als das Halbfinale war, Dustin und Marable, Alter, wie er da gelaufen ist und Dustin nicht hinterherkam, Alter. So musst du dich gerade Und dran das erinnern. sieht es nicht aus wie ich. Also, Ja, Mann. Patrick ist schon ein heftiger Typ. Hey, auch hier nochmal Props an dich. Patrick, erstmal vielen Dank, dass du das Ja, Format Mann. guckst. Und ey,
dicke Props-Helden. Also, und heute auch wieder, aber heute habe ich drauf geachtet, so, der muss doch irgendwie so ein bisschen langsam oder wenn ich das Bein hinterher ziehe, das ist scheißegal, hey. Weißt du, ich spreche halb zammig ab und so mit, um den kleinen Bums, weil er da rumlauft, bin ich halb Ende und der Typ macht einen Ja, Halbmarathon, während noch ich weiblich in ist. einem Jahr sieht das anders bei dir aus, Digga, wenn du dran bleibst, auf jeden Fall. Bin gespannt. Nee, aber wie gesagt, Patrick, ey, dicken Respekt und geile Fische. Also, wie gesagt, bei ihm mache ich mir wenig Sorge, er hat jetzt alle drei Wertungsfische. Ja. Gut, der Barsch ist sehr klein, aber er hat als einziger wenigstens einen Barsch, muss man auch sagen, am ersten Ja. Tag. Und das heißt, Ja. die Barsche sind wirklich ein Problem, scheinbar auch so ein bisschen. Und das heißt, den hat er erstmal und jetzt kann er halt, ganz ehrlich, jetzt würde ich auf einen 10 cm Gummifisch einfach fischen. Und mir ist mir scheißegal, was drauf geht. Ja. Also, er kann jetzt locker wegspielen eigentlich. Nimmt sich einen 10, 12 cm Gummi und gut. Gesagt, der kann einfach jetzt alles machen. Das ist voll gut. Einfach die freie Qual der Wahl einfach. Perfekt, perfekt für ihn. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Zone er jetzt landet, aber sein Kanal geht, glaube ich, Schaune. durch die kompletten Niederlande. Ja, und wie gesagt, Topwater ist auch noch offen. Ich bin gespannt, ob jetzt Oh. Enrico und er auf Topwater geht, weil Topwater haben noch gar keinen gesehen. Wir Hat hatten, auch noch niemand probieren, boah, glaube ich. doch, ich Doch glaube, einmal, doch Malte. wir hatten Malte am hat es noch Ende, probiert. Bin... genau, wer hat denn am Ende, warte Und ich. ja, genau. Am Nee, Ende Malte, sieht glaube ich, oder? man, in den Schnacks sieht man einen Topwater-Köder irgendwo. Warte mal. Oder ist es einfach nur Täuschung? Hatte Marable oder Malte? Hier, Malte. Warte mal. Ja, Malte. Malte hat Topwater probiert, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, Warte. da kann man auch noch 30 Punkte rausholen. Zieh kurz dich Aber weiter. ich bin gespannt. Aber ich bin gespannt. Also ich glaube nicht mehr daran, dass dieses Scoring sehr ändert. Weil Patrick hat einfach so eine gute Position auf dem dritten Platz, dass er jetzt aufbauen kann. Eule ist einfach Eule. Das ist einfach Plot-Armor, wie Boah, man so in Serien sagt. Der ich kann hatte. einfach nicht gehen, weil er irgendwie eine neue Serie hat und man weiß, dass er nicht sterben kann. Also ähnlich sieht es aus bei ihm. Ich will, er hat Plot Armor. Ich bin wirklich sehr Ja. gespannt, ne, was Eule denn jetzt in der zweiten Zone macht. Ne? Wir müssen jetzt wirklich ein geiles Gewässer haben. Und ich habe wirklich Angst vor dem Barsch, ne? Weil wie Eule das schon so sagt, Alter, er hat keine Hoffnung, aber ich hoffe, er wird einen kriegen beim Zanderfischen. Wie gesagt, beim Jiggen kann alles draufgehen, das ist das Gute. Und ich hoffe einfach, er fängt noch einen Barsch, Mann. Ey, Aber ist der so kann geil. Eule jiggen? Ich frage mich die ganze Zeit, ob er das kann. Also, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber Hechte fangen ist halt einfach einleiern im besten Fall, wenn du einen guten Tag hast. Du brauchst jetzt nicht so viel Technik. Also, alle Hechte, die ich gefangen habe, habe ich halt einfach auf Ja, aber Hechtefang ist warten. so. Hechtefang ist so. Early, easy to learn, but hard to master. Ja? Klar, Na, das ist aber. Hechtefang. Weißt? Und Eule ist Hechtefang in Perfektion, Alter. Na, hat er dir doch alles erklärt in der letzten Folge? Hast du nicht gemerkt? Ich weiß, Ha? Hast du nicht gemerkt? Ha? na Bloß klar. nicht durchleiern. Und was sagst du jetzt hier? Du hast nicht aufgepasst. Aber ich habe trotzdem Wagen gefangen. Wer fangt, hat recht. Nein, Ja. aber Standard Jig ist halt schon, glaube ich, da musst du schon, das lernst du jetzt nicht an einem Tag, würde ich mal sagen. Unsere Ja, aber. Kommentare haben es bestimmt alle an einem Tag gelernt. Ich habe es nicht an einem Tag gelernt, tue mich immer noch anstellen. Ich Finde es auch nicht so einfach. habe noch nie einen Fisch beim Jiggen gefangen, Vielleicht ist es auch die falsche Technik. Nein, aber Barsche weiß ich nicht. Wenn Jigspinner oder so, ich glaube, einen Barsch kannst du trotzdem fangen, oder? Mit einem Jigspinner oder Ja, sowas? klar. Mit einem kleinen? Also, Barsch stelle ich mir immer noch am Normaler. einfacher vor als Zander. Normaler Jigspinner, den er noch gefischt hat. Kannst du locker Barsch mitfangen. Hat er auch gemacht, Alter. Easy. Na. Deswegen, also, das kann ich mir vorstellen. Aber Zander ist halt schon ein bisschen die Zicke unter dem Meer. Ja, das ist halt schon. Ja. Das können die, das Einzige, was Eule wirklich zum Verhängnis werden kann, ist der Zander, glaube ich. Aber Den bei. Barsch kriegt er. Ah, ich weiß nicht, guck mal, er war so super, super motiviert. Er meinte so, ey, jetzt aber nächsten Tag, ganzen Tag Stachelritter. Ne? Ich glaube, das ist kein Problem. Ich glaube wirklich, wir müssen auf den Eule hören. Der erzählt uns über seine Eule schafft Gefühle. es. Der öffnet sich. Ja, ich glaube auch. Aber ich würde so lachen. Ich Stell dir vor, hoffe der wird noch einfach. Erster. Ich hoffe. Das, Stell dir vor, boah, der wird noch Erster. das wäre krank. Das wäre krank geil, auf jeden Fall. Aber Eule weiter, das wäre schon geil. Das wäre schon geil, ne? Ich hoffe es halt so. Wobei ich jetzt immer nicht das Regelwerk weiß. Wie ist es denn jetzt dann im Viertelfinale? Die angeln doch dann auch nicht zusammen paarweise, oder? Das kommt doch erst im Halbfinale, oder? Viertelfinale wird ja neu, wissen wir noch gar nicht. Achso, boah, ich würde das. Ich, wie gesagt, er und Dustin, ey. Ja. Wir wissen noch gar Ich nicht, sag was im euch, Viertelfinale ich ist, feier. Digga. Stell dir mal vor, Dustin, der alles so ernst nimmt, Eule. Du musst einfach Eule zu jemandem losen, der es ernst nimmt. Nicht, dass Eule nicht ernst nimmt, aber Eule nimmt es halt so ein bisschen lockerer wie andere Leute, würde ich sagen. Stell dir vor, du hast so einen verbissenen Typen wie. Oder auch Enrico. Stell dir vor, er und Enrico zusammen.
Ich glaube, meinst du denen das alle so? Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. War das nicht auch mal beim YPC, wo dein Münchner Kollege sich immer hautnah an den Teammate gestellt hat, sozusagen, und dann ging. Zieh eins, Junge, der Terrier. Alter, junge Sohne. Alter. So macht man das. Psychische Kriegsführung. Aber, und ich glaube halt einfach, wenn ich jemanden sehe, der es ernst nimmt, ist es halt Team Nays. Und stell dir mal vor, wirklich Dustin und Eule, ich glaube, das ist schon sein Kryptonit. Ich glaube, wenn jemand Dustin besiegen kann, ist es Markus Eule. Weil er einfach fertig macht, weil er alles so locker sieht, weißt du? Und er wird so, ja, ich probiere jetzt mal hier, ich habe einen schönen, den habe ich jetzt auch mal genommen, den werfe ich jetzt mal rein. Und du weißt, Dustin denkt über alles nach. Dustin hat einen Gameplan. Dustin ist kein Bauchangler. Dustin macht sich einen Plan. Und dann steht der Eule neben ihm und fängt einen großen Fisch. Das macht ihn fertig. Das würde ich halt schon, weil ich glaube schon, dass das geil wäre. Also das wäre. Und danach kann man auch, wenn Dustin Eule besiegt, kann Dustin eigentlich aufhören zu angeln, was er alles erreicht in seinem Leben. Da kann ich sagen, ich lasse es gut sein. Ich habe alles, ich habe jeden Pokal gewonnen, ich habe gegen Markus Eule gefischt und überlebt. Da kann eigentlich in Rente gehen, ja? Kann eigentlich sagen, passt schon. Hab alles erreicht. Ah, Digga, wir ich mache jetzt, ich mach jetzt Weggies, Caddy. Angel Caddy. Wir werden sehen, Diggi. Wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall. Haben wir jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Wir haben alle. Warte, haben wir. Wir müssen noch bevor ihr kommt, das letzte Mal haben wir auch den Alpha jetzt. Ich guck mal kurz in meine Notizen. Damit Musik haben wir angesprochen. Marable. Geil fand ich auch den ersten Spruch von Marable. Der war doch der ersten Teil des Tages komplett gestresst, dass er überhaupt keinen Fisch gefangen hat und sowas alles. So erst am Ende. Und dann wird direkt da reingeschnitten und Marable so, er war erst voll gestresst, auf einmal guckt auf die Uhr. Ach, 10:30 erst. Haben wir noch Zeit. Weißt du? Digga, Patrick ist einfach Hammer. Hammer. Man kann es so sagen. Und dann müssen wir noch über einen Spruch müssen wir noch erwähnen, auch von Eule, wo er ans Wasser gekommen ist und meinte irgendwie, wo er den Hecht verscheucht hat vorne, weißt du? Und ich komme ans Wasser gestampft wie so ein Eisbär, Alter. Das war einfach so geil. Ich hab's nochmal extra gefeiert. Seid nicht wie ich. Boah, ist einfach wirklich, wie gesagt, Hammer. Also ja. Ich hätte es nie gedacht. Ich hatte echt Angst vor Gruppe D, weil ich gedacht habe, so, das kann jetzt sehr gut oder sehr schlecht werden. Und es ist halt einfach die erste, ist Hammer. Ja, von mir aus braucht man Gruppen A, B und C gar nicht mehr zeigen. Mach doch mal D, mach doch mal Supercut. Ja, es war einfach, aber auch die ganze Leute passen halt. Das ist wirklich gesiedelt, wie es nicht besser geht. Also, das passt, weil diese ganze Gruppe ist genial, wie sie auch gegenseitig alle Fische gönnen. Das ist so, so richtig, richtig geil. Oder vielleicht auch einfach gut geschnitten. Vielleicht ist es auch nur so geil, weil es so gut geschnitten ist. Das wissen wir auch nicht. Ja, das kommt ja auch mit dazu. Ist natürlich auch richtig gut geschnitten diesmal. Aber Gruppe C haben wir noch Ton, glaube ich, ne? Ton von Hamm. Oder? Ja. Marc Pachowski war, glaube ich, dabei. Genau. Daniel. Ja, geil. Daniel, ja. Sonst noch irgendwer? Fällt mir jetzt. Der Fliegenfischer. Oh. Und der Quantum Guy. Ach, guck, jetzt kriege ich doch schon viel mehr Bock. Aber bei Quantum hier, dann werden wir auf jeden Fall wissen, wie gut er ein Training gefangen hat, ey. War ja, das? Vor allem, das Spannende ist ja, die haben ja einen Tag jetzt frei gehabt zum Trainieren. Also es wird schon spannend, ob die noch irgendwas rausgefunden haben. Und die Frage, die sich uns stellt nächste Woche Donnerstag, ist, wie weit wirft diesmal Daniel seinen Fisch an Land? Ich freue mich schon wieder auf. Schafft er die 2 Meter und macht einen neuen Modus im YPC. Weit angeln. Ich freue mich schon wieder auf Daniel, dass wir zufahren. Leute, ich glaube, damit haben wir es, oder? Wir sehen uns Donnerstagabend wieder und ihr seht uns am Freitag wieder. Haben wir noch eine Frage an die Leute? Ja. Wie weit kommt Eule noch? Ah. Oder fängt Eule ein Topwaterfisch? Das ist die Frage von Turkleton. Ich sage in dem Sinne schon mal ciao. Ne, habt einen guten Start in die Woche. Lasst euch gut gehen, falls ihr am Wasser seid. Ein dickes Petri. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Und die letzten Worte hat mein Freund Turkleton. Geht fischen, Leute. Geht fischen. Jetzt kommen die dicken Muttis langsam. Es wird kalt. Holt sie raus, die Meterhechte, Leute.